Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Zurück bei der nächsten Ausgabe von Mega Man Rock Force. Ich bin der 93 Jovo Polar Man. Ich habe mich jetzt auch nochmal schlau gemacht. So ist der Name von diesem Boss. Der will mich einfach auch wieder in die Stühle lassen. Ich habe hier gerade so ein Déjà-vu wie bei Deathman, aber ich habe jetzt die Zeit genutzt und Energietanks gesammelt in diesem Level. Ist alles sehr schön und dieser Level, den kann ich langsam auswendig. Ach ja, dieser Gegner erinnert mich daran, dass ich bin ein Fan von Hüten. Und jetzt habe ich mir sogar selbst einen Zylinder besorgt. Ja, passt ja schön mit dem Ausschnitt zur Fliege. Ja, ich bin ein... Ich wurde zwar in dieser Zeit geboren, aber ich tue mich auch die alte Manier der Kleidung. Dafür interessiere ich mich. Ihr werdet sehen, in der Zeit, wo ich hier Energietanks gesammelt habe, ich kann den Level jetzt mit einem geschlossenen Auge spielen, ist kein Problem. Du hast total in die falsche Richtung geschossen, tu mal ein bisschen Ziel, was auszufüllen. Jawohl, richtig so. Den brauche ich nicht, ich habe unendliche Leben. Ich bin unsterblich, ich bin der Megagott. Hallo? Komm, schieß deinen Block. Dankeschön. Jawohl, richtig so. Wunderbar. Aber den Sprung, den habe ich nie hingekriegt. Nie. Auch jetzt nicht. Ist aber auch nicht nötig, denn bisher keiner sich getroffen lassen. Na, wie geht's denn so? Schieß dir einfach mal in den Hut. Das ist ja deine Schwachstelle. Ist ja ein Teil deines Körpers. Entschuldigung, gerade mal das Mikrofon ein bisschen zurecht drücken. Wunderbar. Wunderbar ja schon. Ah. Einfach schnell sein. Und dann wird man auch nicht getroffen. Alle hopp. So. Das ist zu einfach. Ich dachte nie, dass man den Sprung hier schafft. Da kann man sich täuschen. Die Physik und die Gesetze des Schnees sind halt ein bisschen anders. Weil wenn man aus dem Schnee springt, dann macht das keinen Unterschied. Wunderbar. Noch kein Treffer. Wenn ich das jetzt schaffe zum... Nein, ich kann nur 9 rein. Also klar, wenn ich das jetzt schaffe zum Boss hier, ohne einen einzigen Treffer, dann habe ich wirklich mal was geleistet. Okay, da kommen die Schneeblöckchen, Weißröckchen. Wann kommst du geschneit? Da kommt er auch wieder raus. 3 in der Zahl. Alter Falter, dies war gut. Mhm. Ja, verdammt. Und schon ist vorbei. Naja. Macht ja nix. Wippa! Vorsicht, nicht von seiner fliegenden Kopfnuss treffen lassen, ist gefährlich. Da friert er noch der Kopf, so. Gesundheit und ein langes Leben, sei doch nicht so traurig. Jeppe du! Alles klar, wunderbar, alles wieder normal. Ja, du schon wieder. Ich habe deinen Brüdern schon gesagt, bei mir ist hier nicht Roseschlagge. Roseschlagge, Zuckerschlagge ist das Geines hier. Komm, los geht's. Ich habe keine Freunde. Ach komm, ich bin dein Freund. Du bist später Not. In der Not. Da bin ich dein Freund. Okay, los geht's. Zeig mir deine Schnupfen-Power. Dankeschön. Alles klar. Und ich habe auch herausgefunden, ich brauche den Angriff bei der Maschine gar nicht aufzuladen. Die normalen Schüsse machen genauso viel Schaden. Nur dieses nächste Muster, besonders... Ich habe wie gesagt in der aktuelleren Version. Diese Sachen mit den Füßen hat er früher auch nicht gemacht. Okay, jetzt kommen die Schneeflocken. Und hier der Schneeball. Ah, ich kann sogar hinter die Maschine klettern. Interessant. Aha. Aha. Also die Energie, denke, werde ich auf jeden Fall für seine zweite Form aufsparen. Ah, verdammt. Bloß nicht den Schneeball. Verdammte Kiste. Verdammte Eisblock. Verdammte Eiszeit. Warum sei er nicht der Mr. Freeze bei Batman? Wisst ihr, wer die Dinosaurier ausgelöscht hat? Die Eiszeit? Nee, das war eigentlich... Die Eiszeit kam noch nach dem Ende der Dinosaurier, oder? Der Meteorit hat ja die Asche aufgewirbelt und dann kam... War die Sonne abgedunkelt. Es gab keine Pflanzen mehr, wie die Pflanzenfresser. Und dann haben die Fleischfresser auch nichts mehr gehabt. Und dann sind die halt nach und nach zugrunde gegangen, soweit ich weiß. Alter, was der Jovus für Infos bringt.
Ein Treffer noch. Wunderbar. Aha. Ah, nein, ich tue schon wieder der Eisball. Jep, der Schneeball. So. Ich glaube, ich mach's doch jetzt. Dann habe ich den nämlich endlich hinter mir. So. Einmal aufgefüllt. Jetzt gehe ich Berserker. Aha. Nicht die Beine. Nicht die Beine. Ich bin aus dem Rhythmus raus. Ich bin zwar total aus dem Rhythmus raus. Diese Beine, die haben einen eigenen Rhythmus. Die halten sich an keine Tanzschritte. Hilfe. Das war fiese. Und ich habe ihn gleich. Ich habe ihn gleich. Haha. Na, warte, du. Ich habe dich gleich. Ich habe dich gleich, du. Du Frostbeule. Du verdammte Frostbeule. Okay, wo habe ich die Energietanke? Da. Dann habe ich ja sogar noch genug für die nächste Stage. Wunderbar. Aha. Die Schockwelle habe ich mich erinnert. Nicht die Beine. In Beinen fort. Continuous save. Erstmal save. Na, endlich haben wir das. Alle Bosse sind versammelt. Jetzt kommt nur noch... Das könnte sogar das Finale werden heute. Werdet ihr sehen am Thumbnail. Continue. Sehen wir zum letzten Mal den speienden Falken. Ich glaube, nee, Falke, Adler. Ist wahrscheinlich ein Adler. Das Zeichen der Gerechtigkeit. Puh, okay. Ich bin gespannt, was der Justice Man kann. Ach, der sieht ja fabulös aus hier mit dem Gold in dem Pink. Oh. Hatte ich mich gerade hier verklitscht. Okay. Oh nein, nicht schon wieder die kleinen Pestbeulen. Euch mag ich gar nicht. Der trainiert mich stark. Und das andere ist aus der Stage von dem... Okay, warte, wie muss ich? Eins, zwei... Okay, hab's. Zwei, drei... Das ist aus der Virusman Stage, der Aufbau. Der hat einfach nur die Farben geändert. Was soll denn das? Da war ich wieder zu weit, verdammte Kiste. Ja doch, ich dachte erst, das ist die zweite Hälfte von der Virusman Stage. Also man... Meint etwa, das fällt einem nicht auf? Hm. Naja, egal. Ich könnte mir auch nicht so viele Stages überlegen, das ist schon... Da tue ich mein Auge zudrücken, auch mal beide. Am besten den Photon-Flare natürlich. Das war sehr gut gegen die... Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf. Weg mit dir. Okay, das war ja sehr gut gegen die. Wunderbar. Und lass mich raten, jetzt bei dem Wechsel werden wir jetzt eine andere Stage wieder sehen. Ach, ihr habt's total vergessen, ich habe hier unendlich Leben. Ja, yep. Ah, okay, das ist halt Aufbau von verschiedenen Stages, die wir halt von den anderen Bossen kennen. Das ist von der, oh, wie hieß er nochmal, Fuseman, genau. Aha, hey ho, hey ho. Und die Affen. Die Affen rasen durch den Wald. Es scheint so viel Schweinegehalt, die ganze Affenbande brüllt. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ich bin weg. Achso, ah. Da, 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 da. Ich hab's total vermasselt. Jetzt erinnere ich mich, wie ich da durchgekommen bin mit dem Crypt Cloak. Denn, ich muss alles nochmal machen, okay. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das war so noch nicht der Mittelpunkt. Okay, alles klar. Aha. Los geht's. Verdammt. Unendlich Leben ist nenne ich immer noch mein eigen. Jetzt finde ich es gut, dass ich sie jetzt habe. Ich muss mich nur erinnern, wie ich jetzt die einzelnen Level gemacht habe. Und dann ist das alles kein Problem. Null problemo, por favore. Und wie man sagt, mein Geliebter. Was heißt das, por favore? Mein Freund wahrscheinlich.
Los. Und los. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Da war eine Energie, daran erinnere ich mich sehr gut. Da 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 ba ba, dressed as man. Ich streck dir in den Hintern. Ja, da 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 bin dann. Ha 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 ha. Aha, okay, gut, los geht's. Sobald ich auf dem Karren bin, am besten gleich in den Quipcloak mir überstreifen und dann hat sich die Sache. Aha. Mann, oh Mann, so eine kurze Schwindschnur, halt dich doch mal zusammen. Hey, wo habe ich den denn? Ah, da haben wir. Okay, los geht's. Also, das bringt hier ja nichts, weil ich muss ja den Kran anstreiben. Erst da, wo dann die Stacheln kommen, da muss ich wechseln. Nämlich jetzt. Sehr gut. Was du nicht siehst, kannst du auch nicht angreifen, mein großer Affenfreund. Und in die Mitte. Jawohl, richtig so. Okay, was ist das jetzt für die Stage? Das Equipment Stage. Ich erkenne diese eiskalten Händchen. Da. Ist eigentlich... Okay, das ist das Putzman. Ach, seine ganze Stage ist aus den Teilen aufgebaut. Finde ich eigentlich doch jetzt... Finde ich halt eigentlich doch cool. Finde ich cool. Weil so sagen, man muss sich halt erinnern, wie die ganzen Stages abgelaufen sind. Yeah, baby. Lass mich raten, jetzt kommt die Shockman Stage. Nein, das war... Oh, wir waren es nochmal. Ich erinnere mich nicht mehr, aber das war auch cool gemacht. Na, warte du. Weg mit dir. Dankeschön. Kann ich mal zeigen, ob ich mich an alles noch erinnern kann. Wunderbar. Na, wartest du auf mich? Wartest du auf mich? Schämlich. In die Ecke mit dir. Mhm. Bloß keine Fehler machen. Okay, so. Okay. Und... Verfehlt, verdammte Kiste. Am besten da den Schuss aufladen, muss ich alles von vorne machen. Jetzt sag bitte nicht. Okay, gut, hier war der Mittelpunkt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich dachte mich echt, der ist, ja, hat er das jetzt alles recycelt? Nein, das ist ja genial gemacht. Bestimmt ja auch, der Justice Man war ja sozusagen der Anführer von denen. Da macht es Sinn, dass er die alle in seiner Stage hat. So stimmt's. 1 und 2. Mir geht ein Licht auf. Okay. Okay, so. Perfekt. Aha, ja, das kann ich noch gut. Die Schnippelschere. Schnippelschere! Weg mit dir, ich hab meine Haare da kommen. Okay, sorry. Ah, das war aus der... Das war da aus der Flamen Stage. Ich erinnere mich gut. Ihr Baller. Weg, ihr Sonnen. Und ich bin weg. Zup. Aber, okay, jetzt kommt nämlich die Shockman Stage. Auch wenn du unendlich Leben hast, werd nicht übermütig, Turbo. Verdammte Kiste. So wie jetzt. Ah, immer ins Auge, immer ins Auge, immer in die Fresse rein. Okay. Aber ich werde keine Energietanke dafür verschwenden. Nein, nein. Okay, warten. Los geht's. Okay. Hup. 1, 2. Ah, verdammt, der Stromschlag hat, der hat mich nicht ins Leben zurückgeholt. Nein, der hat mich in den Tod geschickt. Das war noch vor dem Teil, okay. Mhm. Yep. Die Sprünge, die finde ich gut. Komm schon.
einfach schießen, das habe ich von den Eiern gelernt. Einfach so lang schießen, bis sie die Äuglein einem zeigen. Und dann trifft man sie schon zuvor. Gut, warten, warten. Alles klar, wunderbar. Am besten einfach von dem Photon Flare. So wie ich jetzt die Bosse kenne, werden die Witchersmen auch keine besondere Schwäche haben. Sondern einfach der Buster muss dann her. Wunderbar. Ah, verdammt. Okay, gut. Ich bin konzentriert. Ich versuche mich an alle Kniffe zu erinnern, die ich in diesen Stages gelernt habe. Okay, da hinten kommen wieder die Cyber-Metroids. Moment. Erhitze erstmal das Wasser. Ich mag es aber gern kalt. Yep. Wunderbar. Verdammt. Ah, verdammt. Gut, was kommt jetzt als nächstes? Von jeder Stage etwas. Das war... Also welcher Stage war das? Ich erinnere mich nicht. Jetzt fehlt, glaube ich, noch Circuit Man. Der fehlt noch. Ein Hopp. Ah, nee. Jared Man, der kam ja, der war ja auch noch dran. Der Meister der Illusion. Ich hätte auf den Schnipper aufpassen müssen, denn da, wo der nur läuft, da ist auch Boden. Alles klar, der nächste Mittelpunkt. Danach kommt, glaube ich, wirklich dann nur noch Circuit Man. Okay, wir hatten Shockman, wir hatten Pulsstopper, okay, wir hatten Wireless, Flare, Phantom. Hatten wir, ja, Cloak. Yep, danach müsste jetzt nur noch dann ein Abschnitt von der Circuit Man Stage kommen. Na, warte. Ah, verdammt. Okay, von wo läuft der? Sehr gut. Okay, hier ist der Boden. Und da ist der Boden. Und da kann ich jetzt einfach laufen. Doch nicht ganz. Da muss ich slime, jawohl. Ah, verdammt. Ah, was? Nochmals, Shockman? Oh, natürlich. Hätte ich doch. Ich hätte es ahnen müssen, dass nochmal. Stimmt ja. Ist bei jedem Mega Man so, dass die Great Eight nochmal kommen. Gut, dass ich so viel Energiedenker habe. Okay, alles klar. Los geht's. Oh, Photon. Alter. Moment, warte mal kurz. Leute, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich irgendwo eine Liste gemacht. Mit den Schwächen von denjenigen. Nur weiß ich leider nicht mehr, wo ich die hingepackt habe. Nirgends mehr. Das weiß ich nicht mehr. Hier vielleicht? Nope. Hier vielleicht? Keine Ahnung. Okay, weil das heißt nämlich, wenn ich das jetzt nicht schaffe, muss ich jetzt nochmal hier die... Okay, was könnte seine Schwäche sein? Der Cloak? Könnte... Was war nochmal die Schwäche von dem? Phantom Fuse vielleicht. Ah ne, ich habe hier unendlich Leben. Ah. Wisst ihr was? Ich suche gerade nochmal. Tut mir leid, Leute. Da muss ich jetzt aber schauen. Wo habe ich hier die... Ah doch, da habe ich ja die Liste. Alles klar. Wunderbar. Ich habe in meinem Chaos was gefunden. Hm. Okay, was war jetzt nochmal? Wir haben jetzt Photon. Also doch Krypt. Da hatte ich doch recht. Oder? Krypt ist über Photon. Ja. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich habe ja unendlich Leben, aber halt nicht unendlich Munition. Das heißt, ich muss gut handeln. Ja. Schatten gegen Licht macht auch Sinn. Ich glaube, das war nicht die Schwäche gegen den. Das ist doch von Ton. Ah, dann mache ich erst den nächsten Boss. Irgendwas passt da wohl gerade nicht. Okay, wen haben wir hier? Den Shabbat Man. Gegen Shabbat war Virus. Alles klar. Ich glaube, ich vertausche hier gerade was.
Ach nein, oh, wisst ihr, ich habe ja diese großer, kleiner Zeichen. Das habe ich vertauscht. Photon ist gegenüber Krypt stark und Photon ist gegenüber Fuse schwach. Das war der Fehler. Ah, wir waren gegen Krypt schwach. Krypt war gegen wen schwach? Hm. Photon. Na dann. Naja. Ich werde schon hinkriegen irgendwie, ansonsten nehme ich den Buster. Buster only. Nicht ganz. Ist ein bisschen blöd, dass man den lenken kann. Alles klar, einen erledigt. Jetzt kam der Sherrod Man. Okay, Sherrod war gegen was schwach. Den muss ich immer schauen. Krypt. Oh, das heißt, den muss ich jetzt so machen. Oder Muni sammeln. Dann schaue ich erstmal, wer sich hier drin befindet. Shockman. Shock war gegen was? Shocking Circuit. Okay, alles klar. Ah, stimmt. Das habe ich total vergessen. Ach, dieses Muster. Das habe ich total vergessen. Ist auch total nervig. Am besten den aber gleich von Shockman, den mag ich nicht. Da muss man auf zu viel achten. Hojo, du Kung Fu Meister. Wunderbar. Weil sobald ich die besiegt habe, bleiben sie ja jetzt auch besiegt, weil ich ja nicht Game Over gehen kann. Haha. Durch eigentlich ein Schnüppchen schlagen. Okay, Fute, dessen Schwäche war Virus. Jetzt fällt es mir wieder ein. Jawohl, richtig so. Boom hier. Wunderbar. Virus war gegen Sherrod. Ah ja, okay. Genau. Hallo. Ab oben. Mein Double wird für mich krank. Dankchen. Ah, verdammt. Jetzt bin ich erstmal gelähmt. Ach, dessen Berührungen machen mich auch krank. Verdammt. Ausweichen wäre schon gut, Jovo. Habe ich noch genug von der Waffe? Ja, es geht. Okay. Konzentration hier. Und stell dich nicht an wie der letzte Depp. Aha. Okay, jetzt muss ich den irgendwie so besiegen. Ja, habe ich den beim letzten Mal geschafft. Ich glaube, da bin ich einfach Berserker gegangen. Okay, dann setze ich halt doch die Energietank ein. Gegen die, wo ich die Schwäche nicht mehr habe, muss ich das ja sowieso machen. Ansonsten kann ich vielleicht nochmal irgendwie wo was sammeln. Vielleicht. Einfach umdenken. Du musst umdenken. Das war knapp. Ah, der Wildsman ist echt nervig. Dass man umdenken muss. Nicht ausweichen. Komm schon! Warum? Danke. Infizierte Energie. Und ob das so eine gute Idee ist? Mal sehen, wer hier denn oben sein Unwesen dauert. Ach hey, so lang der Part schon. Circuit Man. Seine Schwäche war Puls.
Ah. Beinahe erwischt. Wie viel hätte ich noch übrig? 1, 2, 3. Ich möchte zumindest die Hälfte geschafft haben, bevor ich den Part beende. Ich möchte halt wirklich jetzt mit der Waffe sparen. Was ich im Moment irgendwie schlecht hinkriege. Und jetzt muss ich wieder einen Energietank nehmen. Ich bin so schlecht. Sogar mit der Waffe. So einfach konnte man dem ausweichen. Einfach nur ein bisschen Abstand halten. 1, 2, 3, 4. Gut, meine Damen und Herren, die Hälfte der Great 8 habe ich jetzt schon mal besiegt. Den Rest werden wir im nächsten Part erledigen. Das wird ein Spaß. Nicht. Also, ich hoffe, Ihnen hat trotzdem dieser Part gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns in der Fortsetzung wieder von Mega Man Rock Force. Ich bin der 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.